Den Sieg feiern, den Frust ertränken. Alkohol ist meist mit im Spiel. Der Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Die Brüsseler EU-Kommission will jetzt gegensteuern. Etwa 200.000 Menschen sterben jedes Jahr durch Alkohol. 23 Millionen Europäer sind alkoholabhängig. Das sind enorme wirtschaftliche Kosten. Niedrigere Produktivität und immense Belastungen für die Gesundheitssysteme sind die Folge. Die Kommission empfiehlt daher, kein Alkoholverkauf an Jugendliche unter 18 Jahren, 0-Promille-Grenze für Fahranfänger und totales Alkoholverbot für Berufsfahrer. Protest der Branche. Diejenigen, die trinken wollen, lassen sich durch Warnhinweise, auch durch höhere Preise, nicht abhalten. Wir verfolgen den Ansatz, dass wir sagen, wir müssen Aufklärung betreiben. Noch nie hat in Straßburg oder Brüssel eine Lobby einen derartigen Druck auf Parlamentarier und Beamte ausgeübt. Da sollen im Vorfeld falsche Informationen an die Presse lanciert worden sein, um das Strategiepapier zu Fall zu bringen. Viele sagen, Brüssel sei vor der Alkohollobby in die Knie gegangen. Mir ist diese Strategie noch zu vage. Sie nimmt so viel Rücksicht auf die Alkoholindustrie. Ich hoffe, dass wenn die Industrie jetzt nicht reagiert, dass es dann aber auch eine Vorlage ist, aus der eine Gesetzesinitiative mit konkreten Maßnahmen erwachsen kann. Die Branche fürchtet, dass sie bald ähnlich schlecht dasteht wie die Tabakindustrie. Auf jeder Packung sind Warnhinweise heute verbindlich vorgeschrieben. Ähnliche Kennzeichnungen auf Bier- und Weinflaschen soll es vorerst jedenfalls nicht geben. Fragt sich nur, wie lange noch?